So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Shadow Tactics. Ich bin hier immer noch rausgezoomt und ich muss immer noch versuchen, einige oder etliche. Ja. Nee, das funktioniert nicht. Ich könnte ja mal versuchen. Was sieht denn er überhaupt? Ich könnte ja mal versuchen, mit Mugen diese Jungs hier zu erlegen. Aber da wüsste ich auch nicht, wie ich da hinkommen soll. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die einzige Möglichkeit wäre, von oben. Und da sieht er. Das heißt, ich müsste mit Mugen bis hier runter. Nö, ich könnte hier hin stehen. Gut, das probieren wir mal aus. Mugen habe ich ausgewählt. Dann darf Mugen hier runterlaufen. Wo ist denn Yuki? Da im Schatten und er ist da im Haus. Gut, also speichern wir hier mal schnell. So. Wir speichern. Der sieht so, der sieht so, der sieht so. Okay. Was ist mit S? Ja, das wird aber knapp dann. Okay, wie weit schaut er? Oh, ganz schön. Ganz schön. Und die entscheidende Frage hier wäre dann. Nee, da muss ich mit jemandem anders von der gleichen Seite kommen und ihn auch noch erlegen. So. Da ist jetzt bloß die Frage, wie mache ich das denn dann? Also erstmal so nicht. Ihn kriege ich nicht ausgeschalten. Es sei denn, ich könnte die Yuki herlocken. Wie weit schaut denn er? So weit und er bis da. Es heißt, die Yuki müsste ihn von da oben quasi hier runterlocken. Gut, das können wir probieren. Das können wir probieren. Wo ist denn hier die Patrouille? Die Patrouille, die geht da. Okay. Also, er darf da mal da bleiben. Und die Yuki kann dann mal, das war ja die Überlegung, wie wir hier weitermachen. Allerdings nicht so pfiffig. So. Dann können wir da mal runterspringen. Wir speichern schnell. Und gehen dann dahin. So. Wo ist die Patrouille? Da oben. Das heißt, ich müsste dahin rennen können. Noch nicht? Jetzt.
So. Dann kannst du da oben hin. Und dich da mal schön verstecken. Nämlich hier. Ja, hier. Oder da. So, dann drehen wir uns wieder zurück. Speichern schön. Das wäre ja dann da oben. So. Können wir dahin laufen und uns hinsetzen. So. S. D. Mann, 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 Mann. Okay, weil sie sensibilisiert ist. Weil er dann sensibilisiert ist. Das heißt, ich muss mit ihm. Ah, warte mal. Nein. Natürlich anders. So. Da rein. Sie kommen wieder. Ja. Das war klar. Aber so läuft's im Prinzip. Okay. So ähnlich läuft es im Prinzip. So, dann gehst du hier wieder zurück. Machst da. Die Falle hin. Dann sage ich hier. Da. Hofft, dass er mich da nicht sieht. Ah. Okay, zu weit oben. Zu weit oben. Weiter. Das heißt, die S muss dahin. So, dann können wir dahin gehen. Da. Hoffen, dass er ihn nicht sieht. Dass niemand ihn sieht. Okay, wir nehmen ihn auf und schmeißen ihn dann darunter. Und da rein. Und hinterher. Und speichern. Schön. So, F5. Kann ich hier den Dreier nehmen? Muss bloß schauen, wo er hinguckt. Er guckt da, er guckt da. Okay. Das heißt, mit dir kann ich eigentlich dahin gehen. Und dann waren das dir. Zack. Zack. Und hier rüber. So. Wo sind denn die Wachen da oben? Okay. Er kann noch den da mitnehmen. Und den kann er auch noch irgendwo hinhauen. Wo sind die Wachen da oben? Da sind die. So, das heißt, du kannst sie erstmal da hinstellen und abwarten. Was war denn das hier gerade? Ah, okay. Da kann ich sogar aus dem Ding rauswerfen. Aber das ist jetzt auch gerade egal. So, die einzige Frage, die ich mir da jetzt noch stelle, ist, wie kriege ich
die jetzt irgendwie massakriert. Ah, da wollte ich eigentlich hinhaben. So. Genau. Gehen wir mal da rein. Gut, jetzt will ich die 8 irgendwie massakrieren. Ah. Weiß ich auch schon wie. Mist. So. Dann schauen wir doch mal, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau. Nein. Nein, so funktioniert es nicht. Laden wir mal wieder, damit wir das nicht so damit wir im Idealfall nicht so lange warten müssen. So, S. D. So. Zack. Da geht's wieder rein. S. Gut, also so geht es. Wir müssen jetzt nur warten. Nur warten darauf, dass die Gegner vorbeikommen und unseren hübschen Sake sehen. Und den sollten sie hier sehen. Wunderbar. Kommt schön rein, alle drei. Wunderbar. Und dich. Und rein da. So. Haben wir dich. Und dich können wir dann auch da rein machen. Und dann kannst du auch da rein. Dann können wir wieder speichern. So, das heißt, wir haben bis hier oben, haben wir einfach Ruhe. Das heißt, den kann ich jetzt eigentlich fast in Ruhe von hinten ausradieren mit... Wer sieht so weit? Der sieht so weit. Wie weit sieht der? Okay, das geht. Wie sieht der? Das geht auch. Und wie sieht der? Das geht eigentlich auch. So, das einzig Spannende ist jetzt... Nö. Quasi da. Okay, zwei... So, dann müsstest du da eine Falle hinsetzen können. Und das müsste sein Verderben sein. So. Wunderbar. Dann sind wir da wieder auf der sicheren Seite und können uns dort verstecken. So. Da sind Wachen. Das bedeutet Takuma sollte mal hier hochgehen.
Gut. Die beiden will ich eigentlich von hinten ausschalten. Das heißt, ich muss hier irgendwie oben reinkommen. Er sieht ihn nicht. Aber er sieht ihn. Das heißt, ich muss Mugen irgendwie da oben hinbekommen. Aber die Frage ist, wie? Mugen klettert diese Dinge ja nicht hoch. Durch die Tür geht auch nicht.